Hallo zusammen, hier ist wieder Heutala und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und so wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute geht es wieder mal um ein kleines Goldtagebuch. Da wollen wir uns hier angucken, was ich so etwa im letzten Monat umgesetzt habe. Beziehungsweise ja, so ein 4-Wochen-Zeitraum ist es meistens. Und ja, da wollen wir jetzt einmal gucken, was so im Postkasten drin ist an Gold. Beziehungsweise bevor wir das machen, schauen wir erstmal auf die nackten Zahlen. Da habe ich ja meine schöne, mehr oder minder schöne Tabelle. Und da sehen wir, ich war das letzte Mal angelangt bei Overall Gold von 111 Millionen, ne? 14 Millionen auf dem Main Account und 96 Millionen auf dem Second Account. Die meisten, das meiste von dem Gold hatte ich tatsächlich auf Antonidas. Ich habe das jetzt ein bisschen aufgeteilter, denn ich bin TMOG für meine Collection am Kaufen und das macht mehr Sinn, das auf verschiedenen Servern zu kaufen, weil man dann halt eine größere Auswahl hat und tendenziell weniger zahlt. Dafür habe ich jetzt aber den letzten Monat auch einiges an Gold rausgehauen. Ich glaube, so viel wie noch nie jetzt in so einem Zeitraum. Und zwar seht ihr hier unten, wir haben 21 Millionen rausgehauen. Das sind jetzt nicht quasi Investitionen für Mats und andere Sachen, um wieder Gold zu machen, sondern das sind Konsumausgaben. Heißt, ich habe mir irgendwas gekauft, TMOG, andere Geschichten, die einmalig dann gekauft sind und weg sind, wo man dann halt kein weiteres Gold generieren kann. Das setzt sich aus insgesamt drei Poolen zusammen. Einmal 2,4 Millionen, das waren, glaube ich, einfach Trading-Kosten. Trading-Kosten hört sich jetzt ja an, wie ob irgendwelche Krypto-Trading oder sowas. Nein, sondern das sind Kosten, da habe ich quasi Gold von Antonidas weg auf verschiedene andere Server aufgeteilt. Ich glaube auf Thrall, auf Blackhand, auf Erida, auf Lothar und nee, Ekven hatte ich glaube ich noch. Genau, das waren jeweils 5 Millionen und da habe ich dann zwischen 5 und 10% Fee, also eine Gebühr gezahlt, das rüber zu traden. Dann habe ich noch ein bisschen TMOG gekauft, also da ist schon einiges zusammengekommen. Ich habe allein glaube ich auch über 20 Millionen auf die anderen Server aufgeteilt. Dann hatte ich nochmal 2,2 Millionen für TMOG-Gedönse ausgegeben auf den verschiedenen Servern und die anderen Beträge 1 Million, 10.000 und 15,3 Millionen. Die werdet ihr in den nächsten Waste of Money Videos sehen. Das möchte ich jetzt noch nicht spoilern. Bei den anderen beiden Beträgen, wie sich die genau zusammensetzen, da kamen, glaube ich, schon zwei Waste of Money Videos. Die anderen werden dann die Tage noch folgen. Gut, so viel dazu. Heißt, wir haben 21 Millionen rausgehauen und ein paar Zerhackte, ne? Also auf die kleinen Beträge, da brauchen wir jetzt nicht gucken. Jetzt schauen wir erstmal, was ich nur über habe. Ich habe auf dem Main Account noch 12,5 Millionen über. Und auf dem Second Account sind es 45 und ein bisschen was. Ich habe das mal zusammengerechnet, sind es 57 Millionen müssten das sein. Oder warte mal, tippen wir es nochmal ein. 45 plus 12,5 theoretisch. Wir machen es jetzt mal mit geraden Zahlen, runden wir es ab. Also 57 von den ursprünglichen 111, ne? Dann haben wir die 21 Millionen an Konsumausgaben, nenne ich es mal, die rechnen wir mal drauf. Dann wären wir bei 78 und die Differenz der beiden Werte ist quasi das, was wir wahrscheinlich ausgegeben haben für ja, das Craften, ne? Für die Materialien und andere Sachen. Also die 111 mal minus die 78, dann wären das in dem Monat etwa 33 Millionen an Craft-Ausgaben. Die will ich auf jeden Fall wieder reinholen. Alles darüber hinaus ist dann quasi Gewinn. Ich vermute mal jetzt ganz stark nicht, dass wir natürlich die Konsumausgaben auch decken werden, aber das ne, ist auch gar nicht die Zielsetzung. Umso mehr wir von dem decken, umso besser ist es. Mal gucken, ob wir alleine an die 100 Millionen wieder rankommen mit den Ausgaben, die ich quasi habe. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Den ersten Char würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal meinen Monk auf Antonidas auf dem Second Account. Und mit dem bin ich runter auf fast 0 Gold mehr. Ich habe dann ja immer etwa noch ein Cap dagelassen. Also alleine über dem habe ich wahrscheinlich ein Cap an Materialkosten rausgehauen. Ihr seht, auf Anto habe ich nur noch 31 Millionen. Also da wird es langsam knäpplich. Und ich würde sagen, hier fangen wir mal an. Schauen wir mal, was im Postkasten drin ist. Und was wir da so reingeholt haben. 800 Mails sind drin. Auf der ersten Seite haben wir schon mal 2,4 Millionen. Und ich würde sagen, ratten wir mal durch. Für die Leute, die vielleicht ein bisschen neu dabei sind, was verkaufe ich mit den Chars? Ich crafte mit den Chars Items. Jetzt mit dem im speziellen Schneider-Items und Schmiede-Items. Die beiden Berufe habe ich. Und da crafte ich die Legendary-Grundpiece-Teile von Rang 1 bis Rang 6. Wobei man hier ja ganz klar dazu sagen muss, 1, 2 und 3
sind wenig bis kein Gewinn drauf, da ist meistens ja sogar Verlust, ne? Und ab 4, 5 und 6, da sind eigentlich die Gewinne drauf. Das Problem ist im Moment so ein bisschen, die Core-Tier-Kristalle auf den Servern, wo ich unterwegs bin, zumindest schwanken sehr stark. Teilweise haben die auf Antonidas noch 400 Gold gekostet, dann gehen die auf einmal auf 800 hoch und das ist natürlich dann eine ziemliche Schwankung, vor allem man braucht 40 Core-Tier-Kristalle und dann ist das schon ein extrem volatiler Markt im Endeffekt. Also muss man da so ein bisschen gucken, ob man da überhaupt in der Gewinnzone ist. Deswegen crafte ich jeden Tag immer nur 2 Items von jedem Piece nach, einfach um nicht großes Lager aufzubauen, weil wenn dann die Preise auf einmal hoch oder runter gehen extrem, kann es halt sein, dass ich damit Verlust mache. Klar, ich könnte damit auch Gewinn machen, aber ich habe auch zeitgleich das Problem, die Core-Tier-Kristalle sind im Moment extrem Mangelware tatsächlich. Wenn ich mit beiden Chars, also ich habe 2 Chars hier auf Antonidas, mit denen ich crafte, sowohl mein Monk hier mit Schmied und Schneider, ne? Und dann noch einen Hunter, der hat Juve und Lederer. Und wenn ich mit beiden Core-Tier-Kristalle einkaufe und ich kaufe dann halt mal, weiß ich nicht, 6200 Core-Tier-Kristalle ein am Tag, das kommt locker hin, manchmal brauche ich sogar mehr, dann ist teilweise der Haar leer und dann werden die halt extrem teuer. Ne? Deswegen hatte ich auch die letzten Tage teilweise schon das Problem, dass ich gar nicht alles nachcraften konnte, weil ich dann, wenn dann, gab es gar keine Core-Tier-Kristalle mehr oder es gab nur noch extrem überteuerte, wo dann ein paar tausend Gold kosten und das macht dann keinen Sinn mehr. Ne? Ich kaufe das ja nicht nur, um die Items im Haar zu haben, sondern um damit Gewinn zu machen. Ne? Alles andere würde da ja in dem Sinn, an der Stelle keinen Sinn machen. Was ich zusätzlich dann noch neben den Legendary-Teilen crafte, ist einmal die blauen Sachen. Das sind die 200er und 230er Items. Jetzt sehe ich gerade, hier, wir sind am Cap einmal. Jetzt müssen wir das Gold ein wenig auslagern. Und da würde ich sagen, suche ich mir mal einen Char raus, der jetzt noch ein bisschen was hat. Dann schicken wir das mal auf den Tela DH rüber. Und zwar suchen wir den mal raus. Hier haben wir den Tela DH. Nehmen wir mal 3 Millionen rüber, oder? Dann habe ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen Platz. Und gucken wir mal, was da so drin ist. Also Plus werden wir mit dem wahrscheinlich auf jeden Fall schon mal gemacht haben. Denn ich habe mir kein Gold zwischendrin, glaube ich, hergeschickt. Und ich hatte ein bisschen weniger als das Cap auf dem, würde ich mal behaupten. So, genau, ich baue die 200er Item-Level-Teile noch, 230er Sachen. Ich habe da aber bestimmte Caps drin. Die 200er verkaufe ich nicht unter 2000 Gold und die 230er nicht unter 6000 Gold, ne? Weil es gibt da auch Spezialisten, die drücken den Preis immer weiter runter und die Spirale nach unten gehe ich nicht mit, weil du bist irgendwann im Minusbereich und dann rentiert sich die Geschichte halt schlichtweg nicht mehr. Also da muss man ein bisschen gucken. Jetzt wird es hier schon ein bisschen knapp. Seht ihr, die Post wird in einem Tag ablaufen. Eigentlich wollte ich gestern die Aufnahme machen, bin nicht zugekommen und habe sie jetzt quasi einen Tag verschoben. Noch ein Tag wäre nicht gegangen, weil sonst wäre meine Post ausgelaufen. Das kann man zwar wiederholen, ist aber eher ein bisschen ätzend. So, den Rest kann ich jetzt gerade nicht rausnehmen. Dann schicken wir auf diesem Tela DH nochmal 300k rüber. Schauen wir mal, 300k. Okay. Dann müsste das passen. Müssen wir uns merken, wir haben 330.000 rübergeschickt. Und das nehmen wir jetzt noch raus. Dann ist der nämlich wieder schön oder nahezu schön am Cap. Gut. Ja, haben wir auf jeden Fall mit dem wahrscheinlich 3, 4 Millionen plus gemacht. Das ist nett. Ist jetzt aber nicht großartig, ehrlich gesagt. Gut, dann loggen wir, beziehungsweise kommt, wir machen das mal sauber hier. Tun wir den Chat wieder klein machen. Ich ziehe es bloß raus, dass man so ein bisschen besser sieht, was sich für wie viel etwa verkauft hat, falls sich der ein oder andere da im Speziellen für interessiert. Dann würde ich sagen, logge ich weiter auf meinen Hunter. Übrigens, ich werde euch heute nur 3 Chars zeigen. Normalerweise zeige ich euch auch noch den anderen Druid, weil mit dem verkaufe ich ja den Crab. Ich habe bloß zwischendrin den Fehler gemacht, bei Post auf alles rausnehmen zu machen und nicht nur auf die Sachen, die ich quasi wieder zurückbekommen, also die abgelaufen sind, habe ich versehentlich das Gold auch mit dem Char rausgenommen. Das ist nicht der große Teil, ne? Das ist im Endeffekt das Gold, was ich dann halt über, ich bin irgendwo unterwegs, krieg Mats, krieg irgendeinen T-Mock und sowas. Diese Geschichten verkaufe ich mit dem noch. Sind dann immer ein paar hunderttausend, aber das große Gold ist das tatsächlich nicht. Gut, solange wir jetzt hier mit dem anderen Account einloggen, würde ich sagen, stürzen wir uns auf Main. Auf Blackmore ist der jetzt. Und hier haben wir auch ein bisschen was drin. Ihr seht, hier sind über 1000 Mails drin. Liegt so ein bisschen dran. Ich habe mit dem einmal Lederer und Schmied. Zum einen, da setzt man ein bisschen mehr um. Und ich verkaufe, weil das eigentlich so mein einziger Max-Level-Char hier auf Ali-Seite auf Blackmore ist, auch den ganzen Stuff, den ich so kriege. Also irgendwelche Pets, irgendwelche Partikel, die ich bekomme. Ich farm immer
Scholo, das ist ja eine, also die Neuauflage im HC ist Scholo eine MOP-Instanz, kriegst du immer Harmoniepartikel und so ein Zeug und auch dieses Zeug schmeiße ich hier rein. Ja? Das ist alles, was ne, keine Miete zahlt, fliegt halt hier dementsprechend auch raus. Bei dem charge ich das Problem, da ich auf Blackmore halt nur immer so um die 10, 15 Millionen habe und die Kosten zum Herstellen hier auf Blackmore ein bisschen teurer sind. Dass ich teilweise auch immer wieder was rausnehmen muss. Also ich habe bestimmt schon 200, 300 Mail-Sachen an Gold rausnehmen müssen, um wieder weiter craften zu können. Liegt einfach daran, die Quartier-Kristalle an sich sind hier einfach deutlich teurer. Die liegen meistens schon bei 700 Gold, wenn ich anfange, die zu kaufen, 700, 800, 900 Gold. Und ja, auch die Mats sind teurer als auf Antonius. Ich weiß nicht, an was das liegt, ne? Es sind beides eigentlich High-Pop-Server, aber irgendwie ist die Mat-Lage auf Blackmoor immer die schlechtere als auf Antonidas. Ich glaube, overall ist Blackmoor auch der größere Server tatsächlich, jetzt mit mehr Leuten drauf. Denn, ich weiß jetzt nicht, ob das noch 50-50 ist. Ich habe vor, es ist schon eine Weile her, wo ich geguckt habe, Blackmoor hat sowohl relativ große Ally- als auch Horde-Population, ne? Und das Auktionshaus, viele wissen das nicht, ist seit längerem schon so, dass du, dass es geshared ist. Früher war ja in Classic das Goblin-Auktionshaus, das was geshared wurde und die in den Allianz- bzw. Horde-Hauptstädten waren eigenständig. Das ist schon länger miteinander verbunden, sprich, wenn ein Hordler eine Materialie reinhaut, kann ich das Ally auch rauskaufen und andersrum dementsprechend auch. Trotzdem sind die Preise irgendwie teurer, warum auch immer, ich weiß es nicht. Da geht dann immer relativ viel Gold durch. So im Schnitt habe ich meistens so 10, 15 Millionen hier auf dem Server. Und die geht tatsächlich auch jedes Mal in einem Monat komplett im Zyklus durch. Klar, ich kaufe mir hier natürlich bei dem Main auch einiges an T-Mog, ne? Das sind diese Konsumausgaben, die ich vorhin aufgeschlüsselt habe. Aber die Matterkosten sind halt einfach definitiv teuer. Und Schneider, was ich jetzt bei dem Monk zum Beispiel hatte, ist sehr günstig, weil die Schneidermaterialien eh fast nichts kosten. Schmied und Lederer ist eher... sind eher die beiden teureren Berufen oder sogar die teuersten, würde ich sagen. Ja, wobei Juve kann eigentlich auch ziehen. Was ich jetzt mit dem hier verkaufe, ist eigentlich selbiges. Ich verkaufe sowohl die Legendary Piece Teile von Leder und Schmied, ne? Also 1 bis 6. Dann die 200er Items und die 230er Sachen verkaufe ich auch. Was man hier auf Blackmoor auch noch sagen muss, mir scheint, hier ist auch der Marktdruck ein bisschen höher, denn teilweise, ich habe hier ein Addon, das nennt sich Legendary Stock Tracker, ist alles im Minus. Ne? Du wirst irgendwas herstellen, es ist alles im Minus. A, weil die Mattpreise halt so hoch sind und weil das Endprodukt das ist ziemlich günstig verkauft wird. Also es gibt teilweise eine halbe Woche, da brauche ich gar nichts craften, weil alles im Minus ist und die Sachen, die ich noch habe, verkaufe ich dann mit einem vielleicht Ticken Minus sogar. Also da muss ich gucken, overall reißt es dann zwar meistens wieder raus, aber Antonidas ist tatsächlich der wesentlich bessere Server, um Gold zu verdienen. Und wenn ihr sowas auch reproduzieren wollt und mit den Craft-Sachen Gold machen wollt, müsst ihr immer auf eurem eigenen Server schauen, wie ist es, wie viele Leute gibt es, die es verkaufen, wie teuer sind die Mats. Und da kann ich empfehlen, sich Trade Skill Master zu holen, die Trade Skill Master App, da sieht man das relativ schön. Und was ich auch empfehlen kann, den Legendary Stock Tracker, weil der hier ganz schön anzeigt, was im Plusbereich ist. Seht ihr, hier sind sehr, sehr viele Sachen im Minusbereich. Ich habe jetzt hier mein Auktionshaus jetzt gerade noch nicht gescannt, sonst wird es mir alle Sachen anzeigen, die ich hier noch am Start habe. Und ja, ihr seht hier Blackmoor, die meisten Sachen hier im Rang 5 und 6 sind tatsächlich Minusbereiche und die würde ich dann auch tatsächlich nicht craften, weil da verliere ich bares Gold mit. So, jetzt haben wir hier ein bisschen was rausgenommen und ihr seht, wir sind mal wieder am Cap angelangt. Ich würde sagen, dann schicke ich das schon mal rüber. Ich muss bloß gucken, dass ich hier den falschen Char schicke. Ich habe einen Test-Char, mit dem ich Thema kaufe. Auf den würde ich das auf keinen Fall schicken, denn Test-Chars sind nur eine begrenzte Zeit da. Und nach dieser begrenzten Zeit hat man schlichtweg die Problematik, dass man auf den Char nicht mehr einloggen kann. Die sind dann weg, außer man tut die... glaube ich, upgraden. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Deswegen würde ich nie Gold auf einem Testchart zwischenlagern, weil wenn diese Zeit abgelaufen ist, ich weiß nicht, was das 2-3 Stunden, wo man den spielen kann, und ihr dann nicht mehr das Gold rankommt, bitte lieber einen Level 1 Char bauen, da das Gold quasi zwischenlagern. Das habe ich jetzt gemacht, beziehungsweise ich habe mir so einen Priester-Gnom gemacht, ich habe im Startgebiet dann noch so ein paar Special-Quests gebraucht und dann dachte ich mir, komm, die nimmst du mit, nimm den gleich mal als Lager-Char noch und ja, deswegen habe ich den da noch am Rumgammeln quasi. Brauche ich auch, weil übers Cap komme ich hier tatsächlich schon drüber. Müssen wir nachher bloß nochmal umloggen und uns da auch das Gold fürs Addon holen, dass ich das so ein bisschen sehe. Alkoholic, das Addon, was ich habe, wo man dann so ein bisschen sehen kann, wie viel Gold man auf dem Account verteilt hat.
Funktioniert halt auch bloß, wenn ich da auf den Char einlogge. Ne? Das Addon muss das halt dann einmal scannen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier haben wir jetzt noch 150 Mails drin. 1,3 sind da schon mal angezeigt. Ich denke mal, da müssen wir dann nochmal rüberschicken. Dann werden wir dann doch ein bisschen tatsächlich Plus gemacht haben. Was mich natürlich freut. Und ja, zwischendrin seht ihr, es sind immer noch ein paar Materialien drin, ein paar Pads sind drin, aber das ist der allerkleinste Teil. Mit dem Main bin ich aktuell gar nicht mehr so viel am Machen. Das meiste, was ich in quasi in alten Zonen unterwegs bin, wo es jetzt T-Mog oder so gibt, ist dann eher auf Lothar. Und den Server, da verkaufe ich das zwar so nebenbei so ein bisschen, aber das mache ich aktuell noch nicht mit ins Video rein, weil sich das noch nicht lohnt von der Größe her. So, dann schicken wir hier mal nochmal, wie viel ist denn da jetzt noch drin? Das, dann können wir es nämlich glatt machen vielleicht. Da sind nochmal ein bisschen über 1 Million, dann schicken wir nochmal 1,1 rüber, hätte ich gesagt. Das ist der richtige Char, ja. Schicken wir nochmal 1,1 Millionen rüber. Und dann müsste das eigentlich doch ganz gut aufgehen, hoffe ich mal. Ding ist, so nach 3 Wochen oder so geht mir dann das Gold aus. Dann muss ich wieder vom Twink das rüberschicken, ne? So langsam würde ich mir wünschen, sie würden das Goldcap ein bisschen anheben. Wird manche Sachen ein bisschen einfacher machen, tatsächlich. Aber ich weiß, das sind Luxusprobleme. Und auch hier, ne, da war es kurz vorm Auslaufen. Also da muss man immer so ein bisschen drauf achten. Nicht, dass einem das Ganze ausläuft und man dann das Gold verliert. Wie gesagt, man kann es zwar über die Gegenstandswiederherstellung wiederherstellen, aber, soweit ich das weiß, hat man da einen Cooldown drauf und kann das dann immer nur bei einem Char machen. Also ihr könnt einen Char und ich weiß nicht, ob man einen Monat warten muss oder 1 Woche oder 2 Wochen. Auf jeden Fall hat man da eine gewisse Wartezeit tatsächlich. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal auf den nächsten Char. Wieder hier auf einen Second Account. Das ist jetzt mein Hunter. Der hat sowohl Lederer als auch Juwel, was auch eine sehr, sehr lukrative Kombi ist. Und hier das haben wir auch 1000 und ein paar zerhackte Mails und fast 1100. Und der hat sogar noch ein bisschen Gold über. Heißt, wir haben da tatsächlich, sind wir mit dem Grundgold ganz gut hingekommen. Gut, dann, was verkaufe ich mit dem hier? Ich verkaufe hauptsächlich auch wieder die Legendary Pieces, ne? Hier jetzt Leder und Juwel. Bei Juwel gibt es halt nur Ring und Hals, aber Ring und Hals verkaufen sich tatsächlich relativ gut. Mag vielleicht zum einen deswegen liegen, weil es ja jetzt diese Domination Socket Slots gibt, ne? Und man quasi auf diesen Slots ja am besten nicht sein Legendary haben will, weil man ja die Sockel haben möchte. Ne? Und dann ist Ring und Ring bzw. Hals immer ein recht begehrter Slot, um da vielleicht nochmal sein Legendary drauf zu bauen. Die haben nämlich relativ viele Sekundärstats. Und dann verkaufe ich halt auch die 200 und 230er Sachen, sowohl von Ringen als auch Hals. Ringe und Hals gehen tatsächlich auch sehr, sehr gut, muss ich sagen, im Gegensatz zu den anderen Piece-Dingern. Kann vielleicht auch immer so ein bisschen damit liegen, wenn man jetzt ein Lederteil verkauft, können das ja nur Lederträger tragen. Kettenteil nur Kettenträger und so weiter. Ne? Ein Ring und Hals kann halt tatsächlich jeder gebrauchen. Und das Schöne ist, man kann sich da die Stats relativ schön aussuchen. Und ich hatte gesehen, dass, ich bin jetzt auch ein bisschen am PvP-Spielen, ne, dass relativ viele PvPler, obwohl sie ziemlich hohes Gear haben, sich diesen 230er Ring anziehen, der mit Versa, der nämlich sehr, sehr viel Versa-Stat drauf hat. Ne. Ich habe es jetzt persönlich selber nicht gemacht, aber ich habe das schon öfter gesehen. Hab mir gedacht, ihr habt doch sonst höheres Gear, warum zieht ihr das an? Ne? Aber der hat einen anscheinend höheren Versa-Stat drauf, deswegen kann sich das da tatsächlich für PvPler auch recht gut lohnen. Jetzt haben wir noch 600 Mails drin und gehen langsam aufs Cap zu. Also hier haben wir auf jeden Fall ganz gut Plus gemacht. Und ich merke das, mein Hunter, mit dem mache ich tatsächlich immer am meisten Gold Plus tatsächlich von allen Chars. Also die Kombi Juwel, Lederer scheint die beste zu sein, liegt aber vielleicht auch ein bisschen hier an dem Server tatsächlich. So, jetzt müssen wir überlegen, auf welchem Char wir jetzt nochmal was rüberschicken. Wir hatten ja auf den Tela DH schon ein bisschen Gold rübergeschickt. Jetzt müssen wir mal kurz zusammenrechnen. Der, dass wir nicht overcappen, der hat 1,2 Millionen hat er rumliegen, ne? 1,2. Dann haben wir 3,3 rübergeschickt. Dann ist er jetzt bei 4,5. Ne? Dann können wir ihm 5,5 rüberschicken. Das müsste eigentlich gehen. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt verrechnet. Aber wir schicken ihm 5,5 rüber auf den Tela DH. Der Tela DH, auf den brauche ich nämlich auf jeden Fall Gold. Das ist nämlich der Char, mit dem ich Verzauberungskunst habe. Das habe ich mir nämlich extra nochmal hochgezogen. Hat den Hintergrund, sowohl bei Lederer als auch bei Schmied, beziehungsweise eigentlich fast bei allen von diesen Berufen, braucht man so verzauberte Materialien, zum Beispiel verzauberte Hornbalk,
oder verzaubertes Elementium und dann gibt es auch die verzauberte Seide beim, beim Schneider. Und wenn man keinen so einen Char hat, ist man halt auf die Marktpreise angewiesen. Hier auf Antonidas sind diese verzauberten Materialien eigentlich immer zu vernünftigen Preisen drin, manchmal mit ein bisschen höhere Gewinnspanne und wenn die nicht für vernünftige Preise drin sind, dann crafte ich mir die selber. Ne? Braucht man einfach die Grundmaterialien, wandelt es um, ist eine schöne Sache und theoretisch auch wenn man nicht in dem Legendary Market ist, könnte man hergehen und einfach sagen, ich ziehe mein VZ hoch, was sehr günstig ist, keine 100k braucht ihr für ein VZ hochzuziehen und wandelt diese Sachen um und immer wenn wenige Maha sind oder große Gewinnspannen drin sind, dann verkauft man die Sachen halt. Ne? Das wäre auch eine Möglichkeit an Gold zu kommen tatsächlich. Auf Blackmore habe ich diese Chance nicht, also da habe ich leider keinen weiteren Max-Level-Char und dementsprechend muss ich das Zeug immer aus dem Haar kaufen, dann muss ich immer ein bisschen antizyklisch denken, immer wenn gut was drin ist, was günstig ist, dann kaufe ich schon mal viel auf, als dann, wenn ich einen Haufen craften muss und meistens dann auch nichts drin ist, ne? Da muss ich mal so ein bisschen gucken, dass ich mir da genug Mats hole und da zahle ich auch tatsächlich relativ viel im Endeffekt. Teilweise schmerzt es schon so ein bisschen. Manchmal suche ich mir dann auch wen, der mir das umcraften kann, weil das tatsächlich dann günstiger kommt. So, jetzt haben wir nochmal am Cap. Jetzt müssen wir nochmal ein bisschen Gold auslagern. Auf dem Spartakus hatten wir eh noch ein bisschen was. Dann schicken wir doch dem nochmal ein bisschen Gold. Was meint er? Was ist da noch drin? Schicken wir noch, schicken wir mal 4 Millionen weg. Das müsste auf jeden Fall dann langen, dass wir hier, das alles rausnehmen können, oder? Ja, nee, das war easy. Das ja ist jetzt vielleicht noch 2 Millionen drin. Easy. Dann sind wir auf jeden Fall da gut im Plus, würde ich mal behaupten. Und auch hier ist schon wieder kurz vorm Auslaufen, ne? Also da muss man echt ein bisschen gucken. Noch einen Tag länger und ich hätte wieder irgendwie gucken können, wie ich an mein Gold rankomme. Wenn das mir auf 3-4 Servern ausläuft, dann muss ich ewig warten, ne, bis dieser Cooldown immer wieder durch ist bei der Gegenstandswiederherstellung. Und ich weiß gar nicht, wie das mit Gold ist, ob ich dann jedes einzeln wieder anklicken muss oder wie das läuft. Also, das will man sich nicht antun. Vor allem die Gegenstandswiederherstellung ist auch richtig ätzend. Gut, das ist anscheinend irgendwas Verkauftes. Okay, da hatten wir das Gold schon rausgenommen. Okay, dann haben wir jetzt alles Gold einmal aus dem Briefkasten raus. Dann würde ich jetzt sagen, locke ich noch um und dann schauen wir mal, wie es goldtechnisch aussieht, ob wir quasi, aber die 33 Millionen Investitionskosten, die ich ja ausgerechnet hatte, die müssten wir wieder reingeholt haben, vermute ich mal. Und warte, habe ich jetzt mit dem hier das Addon nicht an? Das ist natürlich schlecht. Das sollte ich tatsächlich tun. Ah ja, genau, ich hatte hier 5 Millionen. Naja, ich hab hier mal bei dem die Addons ausgemacht, weil irgendwas gebuggt hatte, aber das sollten wir tatsächlich anmachen, weil wenn ich Alcoholic nicht anhab, dann kann das Addon nicht checken, dass ich auf dem Server Gold habe und dann scannt es das nicht mit. Und ich hatte mich mal selber getrickst und zwar hatte ich Gold rübergeschickt auf dem anderen Char und dann hatte das, glaube ich, zwischendrin gebuggt. Hat das Gold aus dem auch rausgenommen, alles gut, ne? Dann hat das irgendwie rumgebuggt gehabt. Ich hatte zwischenzeitlich mein Gold aber schon zurückgeschickt, weil ich auf dem Druid quasi trocken gelaufen bin auf meinem Main. Und dann hab ich quasi eingeloggt auf den Schaum, das Gold rüberzuschicken, als er die Addons nicht anhatte. Dann hat mein Addon immer noch gesagt, die 5 Millionen sind da, aber ich hatte die gar nicht mehr dort, weil ich die vorher schon rumgeschickt hatte, ne? Das war so ein bisschen tricky. Und da musste ich wieder ein bisschen Gold aus dem Postkasten nehmen. Aber das war vor, glaube ich, schon letztes oder vorletztes Mal, ne? Also ganz auf die Addons kann man sich immer noch nicht vertrauen. Vor allem, wenn man dann mal einen Disconnect oder irgendwas zwischendrin hat, ist schwierig. So, mit dem sind wir wieder eingeloggt. Auf dem anderen auch. Dann nehmen wir jetzt hier mal das raus. Auf dem Täler. Ah, seht ihr mal, ich habe mich nicht verrechnet. Ich kann euch jetzt auch kurz zeigen, was ich meinte mit dem Craft-Gedönse. Und zwar der VZ, der kann das hier umwandeln, ne? Also lichtlose Seide zu verzauberter lichtlose Seide, Elitiumbahn zu verzauberten Elitiumbahn und dann den schweren Hornbalk zum verzauberten schweren Hornbalk. Gut, so viel dazu. Dann loggen wir jetzt hier noch weiter zum letzten Char. Und zwar hatten wir es auf dem Spartakus, glaube ich, rüber geschickt, das Ganze. Und dann können wir eigentlich hier auf dem Main-Account schon mal mit dem Gold gucken, ne? Also, wir haben jetzt hier laut Liste 22 Millionen. Das können wir mal eintragen, beziehungsweise vielleicht tun wir mal die genaue Zahl eintragen, fällt mir gerade ein. 22 Millionen, 137.000, also die 100er Stellen, die lassen wir natürlich raus. Jetzt sieht es so aus, ob wir auf dem Main-Account gut Plus gemacht haben. Jein, das Ding ist, von dem,
Ich habe euch ja erzählt, dass ich auf verschiedene Server Gold rüber getradet habe und ich habe, glaube ich, 5 Millionen auf Lothar vom Second-Account rüber und ich meine auch 5 Millionen auf, was, auf Erida waren das, glaube ich, also allein 10 Millionen auf die Server. Das ist, die Geschichte ist aber, ich habe dann auch wieder einen Haufen T-Mark auf den ausgegeben, also schwierig, eigentlich muss man die Accounts immer zusammen bewerten, ne, weil ich auch teilweise das Gold zwischen den Accounts hin und her schiebe, schwierig, ja, schwierig da noch sinnig durchzublicken. So, dann auf Spartacus haben wir jetzt hier nochmal die 4 Millionen und dann tragen wir auch das Gold ein, was wir hier haben. Hier sind wir bei 75 Millionen und 80.000, also 75 Millionen und 80.000 und dann sind wir zusammen auf jetzt noch 97 Millionen und 200 irgendwas 1000. Heißt, wir haben Minus gemacht tatsächlich, 14 Millionen, aber wenn wir bedenken, dass wir ja die Konsumausgaben hatten, ne, die ja unabhängig von den normalen Goldgewinnung sind, hätten wir ohne die Konsumausgaben 6,5 Millionen plus gemacht. Was jetzt nicht riesig ist, aber wir haben gerade so ein bisschen den Bärenmarkt, ne? Es ist vorm Patch. Legendaries gehen halt nicht mehr für so den hohen Preis und die Kortik-Kristalle sind rare. Ist es okay, ne? Also quasi fiktiver Gewinn wären die 6,5 Millionen gewesen. Bin ich zufrieden mit. Knapp immer noch bei 100 Millionen dran. 3 Millionen fehlen bloß und ich habe mir eigentlich jetzt alles Mögliche gekauft, was ich haben wollte. Also da kann ich mich echt nicht beschweren, ne? Schreibt mir gerne eure Gedanken zu in die Kommentare. Wie sieht es bei euch aus? Eine Frage ist bei mir noch offen. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, soll ich wieder für 9.2 Mats Pri kaufen? Das letzte Mal ging das ja böse in die Hose. Ich habe für einmal Gold Cap Hornbike gekauft und dann hat sich der Preis halbiert. Deswegen bin ich sehr zurückhaltend im Moment. Ich bin es am Überlegen. Was denkt ihr zu der Sache? Seid ihr es auch am Überlegen? Habt ihr vielleicht schon was gekauft? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.